dafür, dass ich so ein Lachen einmal rauskomme. So, hallo und herzlich willkommen auf hollywoodtram.de. Ich sitze hier heute mit nicht verrückt. So, hallo und herzlich willkommen auf hollywoodtram.de und es ist mal wieder Zeit für ein Interview und heute bei mir Baha, die sich schon die ganze Zeit schlapp lacht. Herzlich willkommen. Ich reiß mich gerade zusammen, okay. Ja, du versuch es zumindest, immer ein bisschen seriös rüberkommen. Ja. Das Ding ist, also man muss dazu sagen, wir sehen uns heute nicht zum ersten Mal, sondern Baha war ja am Wochenende auf der GAY, auf meiner großen Party als Live-Act. Und ich meine, das ist ja mit eine der größten deutschen schwulen Partys. Wie war es aufzutreten? Es war mega. Also ich habe das immer noch so krass in mir. Also das es war ein unglaublicher Abend. Ich hatte richtig, richtig viel Spaß. Ja, du hast nicht damit gerechnet, oder? Dass es so eine Nummer ist, oder? Ich habe tatsächlich nicht gerechnet, damit gerechnet, dass es so groß wird, dass es so geil wird, so professionell wird und also, es hat mich echt hart geflasht. Geil. Also ich meine, das war jetzt eine Halle voll mit überwiegend schwulen Männern. Ja. So, wie wichtig war dann damals auch bei Monroe so diese LGBT-Community, die schwulen Fans? Weil die sind ja schon sehr musikaffin. So, definitiv. Also es war ein Großteil unserer Fanbase. Also ich glaube, irgendwann, als wir so langsam angefangen haben, unsere ganzen jüngeren Fans so ein bisschen zu verlieren, einfach weil wir mit dem zweiten Album auch schon sehr viel erwachsener waren, wurde eigentlich immer mehr klar, dass wir tatsächlich einen ganz, ganz großen Anteil an schwulen Fans haben und dass wir diese Community, also für uns war das sehr, sehr wichtig, diese immer zu halten und auch glücklich zu machen. Ja, geil. Also falls, ganz kurz, ich muss sagen, falls sich jemand wundert, was das für Schlabbergeräusche sind, halt mal die Karten. Hier, sie ist eigentlich da. So, sie ist das nämlich, die kleine Maus, das ist Sie wollte jetzt unbedingt einmal ganz kurz one moment to shine. Sie ist auch Bloggerin und Influencerin. Ja, aus Hamburg. Mausi, so. Zurück zu den Fragen, also jetzt gerade, wo wir über Monroe geredet haben und jetzt war ja gerade auch wieder Beyoncé, Coachella, Destiny's Child Reunion, könntest du dir sowas in der Art vorstellen, dass man zum Beispiel jetzt, alle fragen ja immer nach Monroes Comeback, aber ich finde, es muss auch nicht immer gleich ein Album sein, sondern könntest du dir vorstellen, dass man irgendwie in einem richtigen Rahmen mal zu dritt für einen Auftritt mal einfach so zurückkommt, so ein bisschen wie Destiny's Child das jetzt gemacht haben? Ich finde das ja nice. Also ich meine, ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Girlbands, Boybands, war ich schon immer, werde ich wahrscheinlich auch mit 60, 70 immer noch sein. Und ich kann dann auch natürlich auch die Leute verstehen oder die Fans verstehen, die das so unbedingt wollen. Ich glaube, dass das was ganz Besonderes sein kann. Allerdings müssen halt alle Parteien da wirklich hundertprozentig dahinter stehen, weil für mich in allererster Linie und so wie ich die Mädels auch kenne, also Mandy und Senna, weiß ich, dass für uns das Geld nie an erster Linie, also nie als erstes primär wichtig war, sondern tatsächlich, wenn man so etwas macht, muss es aus reinem Herzen geschehen, dass man das wirklich machen möchte. Man muss hundertprozentig dahinter stehen und sagen, ja, jetzt ist genau der Moment und dann konzentriert man sich auch für eine Zeit lang auch erst einmal nur da drauf. Mhm. Ob es jetzt tatsächlich ein Album wäre oder einfach erstmal, keine Ahnung, die eigenen Songs sozusagen nochmal zu recovern, ne? Ja. Oder einfach für einen Auftritt, für eine kleine Tour etc. Aber das bedarf alles trotzdem halt natürlich viel Arbeit, auch nochmal ein bisschen PR-Aufarbeitung und da muss man sich natürlich, hundertprozentig drauf versteifen und momentan, glaube ich, schaut das leider nicht so aus. Ja, aber das Geilste ist auch eigentlich, wenn sowas passiert, wenn es keiner ahnt. Ne? Wenn es so aus dem Nichts. Tatsächlich. Wahrscheinlich genauso wenig, wie die Leute damals geahnt haben, dass wir uns trennen. Ja. Es würde auch mich hart überraschen, aber es wäre schön, klar. Also ich würde mich freuen, ich wäre jetzt irgendwie gar nicht dagegen oder so. Und ich glaube, je mehr die Jahre vergehen, desto eher finde ich diese Idee an sich auch ganz, ganz fresh so. Aber keine Ahnung, also momentan tatsächlich schwirrt da jeder so ein bisschen in seiner eigenen Welt rum und ich weiß auch nicht, ich meine, ich werde jetzt 30, ich weiß nicht, ob ich irgendwie in 6 Jahren oder so mir sowas noch vorstellen kann. Also ich glaube, wenn, dann wäre das jetzt tatsächlich so ein bisschen der Zeitrahmen dafür. Ansonsten irgendwann ist das Ding dann, glaube ich, einfach das vorbei. Stimmt. Man darf ja auch nicht vergessen, du hast ja auch nach Monroe alleine, also selber Musik gemacht.
Und ich meine, du bist ja auch Vollblutmusikerin, das habe ich jetzt auch am Samstag gemerkt. Du hast ja auch eine Gesangsausbildung, ne? Hast du auch vor Monos schon gemacht, oder? Nein, ich hab Gesangsunterricht genommen, aber so eine richtige Ausbildung habe ich leider nicht. Nein. Okay, also, und das Ding ist, was man sich dann oft als Fan auch so fragt, ist dann so, hä, so warum bringt die jetzt nicht alle zwei Jahre einfach Musik raus? Also die Leute, die nicht drinstecken, wissen ja gar nicht, was dahinter steckt. Also was ist so für jemand, der sich so gar nicht damit auskennt, was sind so die Hürden, woran das oftmals scheitert, dass man jetzt nicht einfach, zum Beispiel wie eine Rihanna, jedes Jahr 10 Alben raushaut? So. Naja, also in erster Linie, wenn wir uns jetzt natürlich Rihanna als Beispiel nehmen, erstens, Rihanna hat krasse Hitproduzenten um sich herum und das ist auch in erster Linie auch immer eine Budgetfrage, so Songs zu produzieren und dann auch zu wissen, du hast eine riesen fette Community hinter dir und egal was du raushaust, es wird einfach ein Hit. So, das ist halt so, ja. Wenn Rihanna es aber singt, ist es ja, geil. Ja, so, ist du es weißt, geil. Was ich meine. Also erstens das einmal natürlich. Zweitens ist es ja auch so, ich komme ja so ein bisschen natürlich auch aus dieser Girlband-Schiene und danach dann irgendwie solo was zu machen, so viele Schüsse hat man nicht. Mhm. Und generell in Deutschland überhaupt englischsprachige Songs zu veröffentlichen, ist generell schwierig, ja. Weil wir sind irgendwie nicht so, also wir lieben alles, was aus Amerika kommt, aus England kommt und vielleicht auch aus Schweden und so, oh, das ist toll. Mm. Aber wenn es englischsprachig aus Deutschland ist, ist es immer gleich schlecht. Ja. Also das heißt, da muss man sich einfach doppelt und dreifach beweisen und die Nummer muss einfach fett sein. Und um einfach auch Vorurteile einfach beiseite zu schütteln. Und da hat man nicht viele Möglichkeiten. Das heißt, es muss geil sein. Und es ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Also man hat ein Team dahinter und klar, auch wenn sich irgendwie die ganzen Budgets auch in den ganzen letzten Jahren irgendwie tatsächlich verändert haben. Also Video, man muss nicht mehr für 60.000 Euro ein Video drehen. Ne? Also mittlerweile tun es auch ganz viele für 1.000 oder 2.000, ja, oder und auch echt gute Produktionen. Und genauso ist es auch bei den Songs. Allerdings, es ist, da gehört einfach viel mehr dazu. Vielleicht auch, weil ich auch sehr stark in der Öffentlichkeit stehe. Ich mache halt viele PR-Geschichten, viele Fernsehgeschichten. Mhm. Und wenn man da etwas macht, dann muss es halt schon auch nice sein. Also das muss einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, stimmt. Und aber nun hast du ja Projekte, die anstehen. Also so ist ja nicht. Du machst ja nicht nichts. Nee, wir wissen. Ich mache nicht. Magst du ein bisschen verraten, ob irgendwie musikalisch was kommt, was so die Projekte sind? Also, momentan erst einmal steht ja jetzt gerade das Theater an. Ich da feiere mein Debüt in Dresden am Theater und darf spielen, also richtig als Schauspielerin. Das ist ganz nice, da freue ich mich sehr drauf. Tatsächlich, ich bin immer mal wieder in Istanbul jetzt auch gewesen und habe dort mit Produzenten gesprochen, gearbeitet. Aber es hat sich noch nicht alles so richtig in, ich sag mal so, es ist noch nicht so richtig in den Wegen, wie wir es gerne hätten. Okay. Liegt einfach daran, dass man einfach das perfekte Team noch nicht gefunden hat, so produzententechnisch, mit denen man arbeiten möchte. Und, aber ich weiß auf jeden Fall, in welche Richtung es gehen soll und da bin ich ganz schweren Herzens dran und ich gebe mir da Mühe. Also das heißt, früher oder später wird irgendwas kommen? Es wird auf jeden Fall etwas kommen, ja. Aber es ist tatsächlich eine Frage der Zeit. Ach cool. Aber man, auch das ist manchmal unerwartet, manchmal kommt von heute auf morgen genau die Single rüber und einfach um das auch nochmal zu verstehen, wir haben auch ganz oft darüber gesprochen, es gibt einfach super viele Musiker, die Musiker sind im Sinne von auch Songwriting, das bin ich nicht. Mhm. Ja, dass man das einfach auch nochmal ganz klar differenziert. Ich bin Sängerin und ich bin super gerne bei der Entstehung meiner Songs mit dabei, weil ich einfach möchte, dass es zu meinem wird, dass es auch wenn in Richtung Produktion oder Songtextveränderungen oder melodische Geschichten, da bin ich zum Beispiel ganz fit drin, Harmonieaufbau etc. Aber ich bin kein Songwriter und wenn ich das wäre, glaube ich, wäre es auch viel einfacher zu sagen, oh, okay, nächste Woche, weißt du, was ich meine? Es gibt ja dann die Künstler, die sich dann hinsetzen, ihr komplettes Album selbst schreiben und dann auch einfach veröffentlichen, so wie sie gerade Bock haben. Damit man das einfach nur nochmal so auch klar sieht, warum. Und ich bin Sängerin, ich bin Performerin und das ist darauf möchte ich mich konzentrieren. Ja, man muss auch sagen, die größten Namen, also schreiben auch nicht unbedingt selber. Also auch die größten Hits sind nicht immer von den Interpreten geschrieben. Ja, und also man muss das halt auch, wenn man halt Sänger ist und in der Öffentlichkeit steht, das ist ein ganz eigenes Handwerk für sich. Genauso wie auch das Schreiben oder das Produzieren. Und du weißt es selber, du legst auf, ein ganz eigenes Handwerk für sich selbst ist. Mhm. Und klar, ich kann mich auch hinsetzen, ich kann jetzt auch einen Song schreiben.
aber er wird halt nicht so geil. Ja. Und irgendwann muss man auch an diesen Punkt kommen und dann auch sich eingestehen, zu sagen, okay, worin bin ich gut und worin bin ich einfach nicht so gut? Oder worin sind einfach andere Menschen sehr, sehr viel besser als ich? Ja. Und ich möchte was Geiles abliefern und dann bedarf es einfach ein bisschen mehr als das, was ich leisten kann. Ja, 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 das stelle ich mir auch schwierig vor, die richtigen Leute finden und dann muss alles stimmen und so. Bevor wir nun zum Ende kommen, ich mache immer noch mal so eine Schnellfragerunde. Da frage ich, es sind eigentlich für meine Zuschauer immer die gleichen Fragen, aber für den jeweiligen Interviewgast natürlich neu. Es geht darum, einfach schnell den ersten Gedanken rauszuhauen. Ready. Okay, bereit? So, du trittst beim Super Bowl auf. Wer ist dein Special Guest? Du merkst dich wirklich ohne. Schwer. Ich glaube tatsächlich jemand wie Rihanna würde ich mir nehmen. Ja? Ja, oder vielleicht so Janet Jackson fände ich auch geil. Oh, ich liebe Janet Jackson. Ja, geil. Ja. Übrigens finde ich, dass Janet Jackson nächstes Jahr den Super Bowl machen sollte. Ja, zu sowieso. Justin Timberlake. Sowieso, ja, ja, voll. So, du sollst einen Britney-Song covern. Aha. Welchen würdest du covern? Toxic. Toxic oder Slave. Warum Toxic? Ich persönlich finde, und ich hoffe, ich greife da jetzt niemanden an, aber ich finde, es war so mit ihre geilste Zeit damals, also bevor dieses Comeback. Shani sagt nein. Sie sagt nein, I don't like that. Toxic fand ich echt nice. Und es war die ganze Phase, wo sie mit Pharrell angefangen hat, glaube ich, Mucke zu machen. Ja, das war, und Slave, da fand ich sie echt Das war nice. Schon übelst geil. Pizza oder Pasta? Pasta. Ja? Ja. Yeah. Und wenn du jetzt nochmal solo durchstartest und du einen Monroe-Song mitnehmen müsstest, muss keine Single sein, welchen würdest du nochmal mit in deine eigene Karriere mitnehmen und zu deinem machen? Wir hatten ein paar, die ich echt geil finde, die keine Singles waren. Doing Fine. Wir hatten es letztens. Dangerous. Rebound fand ich sehr geil. Auch von den Balladen fand ich. Wie hieß sie denn nochmal? Nothing. Sag dir, wie hieß die nochmal? Also, vier Alben, weißt du, wie viele Songs das sind? Manche von denen haben wir nie performt. Das ist einfach traurig. Ja, ja, ne? Ja. Ja, das ist echt traurig. Aber ja, es gab schon ganz viele tolle Songs. Welche Spice Girl warst du immer? Ich wollte immer Emma sein, was ich nie verstanden habe im Nachhinein, weil Emma ja auch blond war und so. Aber es hat mir gefallen, so dieses Süße. Und ich fand damals auch eigentlich so Sporty Spice ganz geil. Also ja, Melanie C. Die finde ich heute nicht mehr so geil. Nee, ich mag die. Sie ist sympathisch in Interviews, finde ich die immer echt so normal. Die ist so normal geblieben. Ja, definitiv. Ja. Aber so damals fand ich die schon ganz cool. So mit den ganzen Crop Tops und so, die war schon ganz cool. Ja, ich war immer Mel B, ich weiß nicht warum. Ich weiß, sie war vielleicht, weil sie auch so eine flippige ist. Aber die war total unscheinbar, oder? So während. Ja, aber jetzt ist sie ja so mit ihren Skandalen. Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist schon ganz, so. Ganz gut dabei. So, also leider ist die Zeit jetzt auch schon wieder vorbei. Aber ihr müsst ja gar nicht so lange warten, bis Baha die Mega-Single raushaut, die überall auf Platz 1 gehen wird. Nämlich, was viele gar nicht mitbekommen. Du bringst ja die ganze Zeit auf deinem YouTube-Kanal, Instagram und so, bringst ja auch die ganze Zeit Cover-Songs raus, Akustikversionen und so, die müsst ihr unbedingt mal auschecken. Die sind super geil, findet ihr, wird auch gleich eingeblendet. Auf Bars, Instagram, YouTube hast du, Facebook ja sowieso. Was hast du noch so? Also YouTube, Instagram und ja, das sind eigentlich so die Hauptkanäle tatsächlich. Ja, geil, da sind echt geile Sachen dabei. Ja. Und ja, ansonsten danke ich dir. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sehr gerne. Kommen uns in Hamburg besuchen. Gerne. Und euch danke ich fürs Zuschauen, den Channel abonnieren, nicht vergessen und nicht sauer sein, ja? Also, ciao. Bye.